Hast du Lust auf ein Dessert? Und zwar etwas ganz Leckeres, eine Spezialität aus Portugal. Wir machen heute Fatturas. Bleib dran, nach dem Intro geht's weiter. Grüß dich, hier ist der Guido von Guidos Welt. Oder wie man auf Portugiesisch sagt, Bom dia. Wir machen heute Fatturas. Das ist eine portugiesische Spritzfett-Spezialität, aber unheimlich gut. Was benötigen wir? 70 Gramm Butter. Die geben wir hier in einen Topf. Eine Prise Salz. 60 Gramm Zucker. Und 150 Gramm Wasser. Das Ganze kochen wir jetzt auf. Die Butter hat sich aufgelöst, das Wasser kocht jetzt zusammen. Jetzt geben wir 150 Gramm Mehl hinein und beginnen das Ganze zu verrühren. Ganz wichtig, jetzt muss immer alles in Bewegung sein, sonst brennt es am Boden an. Und das gibt jetzt einen Teig, einen richtig dicken Teig. Das Ganze ist jetzt gut. Jetzt muss man aufpassen, weil es könnte sonst anbrennen in der Pfanne. Jetzt nehme ich den ganzen Teig und mache es in die Schüssel von meiner Küchenmaschine. Der muss jetzt hinuntergekühlt werden. Also der kühlt jetzt einfach hier im Raum herunter, weil nachher kommen Eier hinein. Wieso gebe ich jetzt die Eier nicht hinein? Wenn ich jetzt die Eier in einen heißen Teig gebe, dann haben wir gleich Rührei, weil das Eiweiß wird sofort hart und das wollen wir nicht. Deswegen muss jetzt der Teig heruntergekühlt werden. Weiter geht's mit unserem Dessert. Der Teig, der ist jetzt kühl. Ich habe ihn in der Küchenmaschine. Mache zu und ich habe hier 5 Eier bereit gemacht und die gebe ich jetzt nach und nach hinein. Je nachdem, wie weich das der Teig wird oder hart ist. Das mische ich runter. Er sollte nicht zu flüssig sein, aber auch nicht so hart, dass ich ihn noch mit dem Spritzhack hinausdrücken kann. Der Teig ist jetzt fertig, siehst du? Also ich muss sagen, 4 Eier reichen komplett auf diese Menge von Mehl. Ich nehme jetzt die ganze Masse, gebe sie in meinen Spritzbeutel. In der Zwischenzeit habe ich Öl heiß gemacht, diese Pfanne. Und jetzt nehme ich meinen Spritzbeutel mit dem Teig und wie du siehst, habe ich hier eine Sterndülle genommen. Und das drücke ich jetzt hier ganz langsam hinein. Du entscheidest, wie lange, wie groß und wie dick. Und jetzt wird das Ganze frittiert. Umdrehen nicht vergessen. Ich habe die zu Tausenden gegessen, schon in Portugal. Es ist auch eine kleine Familientradition, jedes Mal, wenn wir am Strand waren, am Meer baden und nach Hause fahren, gibt es da einen kleinen Stand, der verkauft die vor Ort und wir halten jedes Mal an und essen solche auf dem Nachhauseweg. Schön goldbraun gebrannt, frittiert. Ich nehme sie raus, lege sie auf ein Küchenpapier, damit das Fett ein bisschen abtropfen kann. Ich nehme sie, ich habe hier eine Schüssel Zucker mit Zimt vorbereitet und drehe sie hierin drin gleich herum. Siehst du.
Meine Frau sagt gerade mehr Zucker. Mehr Zucker. Siehst du. So. Und mein kleiner Junge, der Matteo, der darf jetzt das Ganze weitermachen. Ich frittiere in der Zwischenzeit die restlichen weiter. Die sehen lecker aus, gell? Ich mache jetzt den Rest fertig. Der Matteo zuckert noch den Rest fertig. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kommst wieder und versuchst das Rezept weiterzumachen. Fragen, Kommentare sind immer erwünscht. Oh, Matteo, was? Abo und Like. Cool, danke. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.